Paket geliefert. Teil 1 von 2. Nils und sein Freund Robert sind in Nils Haus. Sie schauen ein Fußballspiel. Wow, dieses Spiel ist genial. Ich kann es kaum glauben, dass Sie ausgeglichen haben. Warte, ich glaube, ich habe die Türklingel gehört. Nils pausiert das Spiel. Nils läuft zur Tür und kommt mit einem kleinen Paket für seine Frau Bianca zurück. Dieses Paket ist gerade... angekommen. Cool. Gucken wir das Spiel weiter. Ich frage mich, was da drin ist. Mach es auf. Aber es ist für meine Frau. Dann sollte es Bianca öffnen. Können wir das Spiel fortsetzen? Ich frage mich, was es ist. Es ist ein Paket. Können wir jetzt das Spiel weiterschauen? Es ist fast vorbei. Ich höre nichts, wenn ich das Paket schüttle. Oh, ich weiß es, ich weiß es. Gut, jetzt drück auf Start. Nächste Woche ist unser Jahrestag. Ich wette, dass Bianca mein Geschenk online bestellt hat.
Glückwunsch zu eurem Jahrestag. Feiern wir mit dem Fußballspiel. Sie hat es bestimmt zu sich schicken lassen, damit ich es nicht öffne. Das war clever. Kann ich die Fernbedienung haben? Einer von uns sollte Fußball gucken. Du hast recht. Wir sollten uns keine Sorgen um das Paket machen. Es könnte alles Mögliche sein. Richtig. Richtig. Schauen wir einfach Fußball. Gut. Jap. Alter, du musst das Spiel fortsetzen und hör auf, das Paket anzustarren. Entschuldigung, ich habe gerade nur nachgedacht. Okay, zurück zum Spiel. Nils startet den Fernseher und das Spiel geht weiter. Es ist ein ziemlich kleines Paket für ein Geschenk zum Jahrestag, findest du nicht? Ich kann es nicht fassen, dass er das Tor verfehlt hat. Es macht nicht viele Geräusche, aber ich kann etwas rutschen hören. Was könnte es sein? Du guckst das Spiel nicht. Ich werde es aufmachen.